So, und wir schauen uns jetzt erstmal diesen Raum hier an. Zombies? Ja, natürlich. Treffe ich? Ich weiß es nicht. So, wir warten einfach mal. Ich lasse sie mal automatisch zielen. So, immer draufhalten, immer feste. Na Mensch, die stecken aber was weg hier. Was haben wir denn jetzt noch an Munition? Ach stimmt, wir hatten ja welche gefunden. Das ist ja schon mal gut. So, dann würde ich sagen, schieben wir die mal kurz zu Billy rüber. Der hat nämlich gar nichts mehr. So, wieder zurückgewechselt. Okay. Ist jetzt Ruhe, ja? Ach, das waren mehrere gewesen. Ich dachte schon, der ist jetzt zweimal aufgestanden, der Kerl. Aber das waren mehrere hier drüben. Erstmal die Gewehrmunition für uns. Da bin ich dabei. Das ist sehr schön. Die werden wir auch gleich mal mit ins Gewehr reinstopfen. So. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Im Regal stehen ordentlich aufgereihte Dokumente. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Ich glaube, wenn ich als Umbrella-Mitarbeiter irgendwas verstecken wollte hier, dann würde ich einfach zwischen die uninteressanten Bücher und Dokumente mein Zeug reinschmeißen und nicht irgendwie an auffälligen Büchern das Ganze verstecken, so wie das immer gemacht wird. Die würden es niemals finden. Anscheinend wurde dieses Feuer erst vor kurzem angezündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Was? Die haben noch nicht etwa Bücher verbrannt? Oh doch, haben sie. Die Schweine. Sowas macht man nicht. Oh, ich sehe einen zweiten Mikrofilm. Kann das sein? Hier drüben? Ein Mikrofilm B. Ach, traumhaft. So, dann wechseln wir mal auf Billy. Der hat noch Platz. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst, dann wäre ich natürlich erst hier reingegangen in den Raum. So, ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr blitzen und blinken und auch nichts, was es lohnen würde anzuklicken. Ein leerer Bilderrahmen. Das Bild wurde wohl herausgenommen. Gut. Dann hoffe ich sehr stark. Achso, wir haben noch das Dokument hier, natürlich. Das wollen wir natürlich noch lesen. Und ansonsten hoffe ich sehr stark, dass uns die Mikrofilme wirklich weiterbringen. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Metrum 6, würde ich mal so sagen. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Welcher Stümper hat denn dieses Gedicht geschrieben? Ich weiß es nicht. So, keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwas Besonderes sagen soll. Wenn wir mal an eine Stelle kommen, wo wir nicht weiterkommen, dann können wir uns das ja gern nochmal durchlesen, um da irgendwelche Infos rauszufiltern. Jetzt würde ich sagen, momentan hilft es uns erstmal nicht wirklich. Von daher schnell nach unten und dann schauen wir uns mal die Mikrofilmgeschichte an hier. So. Noch einmal durch die Viecher gelaufen. Ich hätte Billy hier stehen lassen können, eigentlich. So, ich hoffe, du schießt nicht. Nein, sehr gut. Aber schon mal die Waffe wieder in den Anschlag nehmen, na klar. Warum auch nicht? So. Billy, weg. Lass mal Mama machen hier. I'll go check over there. Yeah. Das war die falsche Taste. This way. Okay. So. Ach so, haha. Ja, die Mama könnte es machen, wenn sie denn den Film hätte. Und Billy steht nicht nah genug davor. So, dann lass mal Papa machen hier. Jetzt haben wir beides drin. Ach du Schande, was ist das denn? Über dem Bild der Sitze steht etwas. Was? Ach, das ist rausgekommen. Eine Modisk, wirklich eine Modisk. Ich werd bescheuert. Okay. So.
Was haben wir denn da? Ich glaube, das werde ich mir mal irgendwie... Mikrofilmbild, ja, wunderbar. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von Mikrofilm A und B. Nummern sind auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen. Sie haben folgendes Mikrofilmbild. Und ich glaube, ich werde mir das mal abschreiben müssen. Ah, hier kann man es natürlich nicht gut erkennen. Über dem Bild der Sitze steht etwas. So, dann werden wir nicht auf die Karte schauen. Das war nicht das, was ich wollte. So, dann werde ich mal ganz, ganz kurz das Mikrofilmbild mir betrachten. So, ein Zettel. Da muss ich nicht immer nachschauen gehen, wisst ihr? Dann kann ich es mir jetzt einfach aufschreiben und habe den Zettel gleich bei mir liegen, dann passt das. Ach nee, brauche ich gar nicht, sehe ich gerade. Ach nee, das ist, ja, kann ich mir sparen. Das ist so simpel. Es ist einfach bloß durchnummeriert und dann A bis F nochmal dran gepappt. Ja, wenn es so ist, na dann. Okay, ich vermute, wir müssen mit der Modisk in den Besprechungsraum. Was genau wir dann dort damit machen? Also, mit der Modisk, die kann ich mir schon vorstellen, wir müssen die in das Terminal einsetzen. Aber was wir dann mit der ganzen Sache machen und mit dieser Nummerierung, müssen wir mal schauen. Keine Ahnung. So, erstmal wieder hier weg. Diese Ecke hat sich damit für uns jetzt hoffentlich komplett erledigt. Ich möchte nicht mehr dahin zurück. Und ich möchte auch nie wieder so ein Glibber-Ekelvieh sehen. Also nicht die kleinen Glibber-Ekelviecher, sondern die großen. Die ätzend sind. So, und ich vermute bald mal, wenn wir jetzt die Modisk oben verwenden, dann müssen wir wahrscheinlich noch irgendein Rätsel mit diesen Buchstaben und so lösen. Und dann öffnen sich bestimmt diese Türen hier. Wäre zumindest so meine erste Vermutung. Was haben wir abgesehen davon noch an Räumen? Wir haben noch eine Tür, die mit einem Wassermotiv versehen war. Wir haben noch das hier. Und wir haben noch im Keller einen Gang, der durch zu heiße Dämpfe blockiert wird. So, schauen wir doch mal. Also es gibt noch durchaus Türen, die wir öffnen müssen hier. Mal schauen, ob wir jetzt hier weiterkommen. Ach, Mensch, ist das schon wieder die falsche. Wie kommt es eigentlich, dass Rebecca jetzt so viel Muni bei sich dabei hat hier? So, schauen wir nochmal. Pfad für Evakuierungsübung gesperrt. Please insert System Disk. Ja, aktivieren des Freigabesystems auf dem System Disk. Die haben wir jetzt hoffentlich dabei. So, die Modisk möchte ich mir mal ganz kurz anschauen erstmal. Don't carry out. Security System Version 1.02 for Area 1, 2, 3. Okay, das passt. Wir haben nämlich drei Türen, die durch Ritter gesichert sind derzeit. Auf dem Schild steht Sicherheitssystem Version 1.02. Hiermit wird vermutlich eine Art Sicherheitssystem aktiviert. Gut, so viel haben wir auch schon rausgefunden. Halt, nicht nochmal untersuchen, sondern verwenden. System wird gelesen. Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Geben Sie den Passcode ein. Was? Passcode 0A. Kein Eingabegerät in der Nähe. Muss ich jetzt an die richtigen Plätze gehen? So, dann müssen wir vielleicht doch nochmal kurz schauen. 0 müsste ja dann eigentlich dieser Logik nach der hier sein, ne? Das ist die 0. Ach, ich sehe schon, ich sehe schon. So, das ist die 0 und Roger. Da müssen wir mal kurz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, bis 6 ging es, ne? So, du bleibst hier stehen. Ach Mist, jetzt muss ich doch nochmal schauen. Ist das ärgerlich? Ich habe vergessen, wie viele Nummern es waren. Ach Mann. Ja, der Code ist ganz einfach. Brauche ich mir nicht aufschreiben. Schauen wir doch einfach nochmal nach. Ist doch gleich um die Ecke. Es sind 9, okay. Macht Sinn, 0 bis 9, alle Ziffern. Dann ist A in der dritten Reihe des ersten rechts, okay.
Siehst du mal, dann hat sich auch geklärt, wofür wir das brauchen, diese Nummern. Okay. Billy. Wechseln. Das hätten wir schon mal. Tür Nummer 1 öffnet sich. Oh, alle öffnen sich. Sehr schön. Sieh mal einer an. Ich freue mich. Let's go. Okay. Wir kommen tatsächlich vorwärts. Wer hätte das nur gedacht? So, nochmal kurz schauen, ob es hier noch irgendwas zu tun gibt an diesem Ding. Damit brauchen Sie sich nicht mehr zu befassen. Sehr schön. Nächstes Rätsel gelöst. Und wir haben gleich 3 Türen, die wir uns jetzt anschauen können. So, ich würde aber sagen, die in der Haupthalle heben wir uns für bis zum Schluss auf, oder? Ich schaue es mir mal ganz kurz auf der Karte an. Glaube ich. Das wird gar nicht mit vermerkt irgendwie, die Tür. Hm. So, wo waren die anderen? Eine ist genau da, wo wir jetzt gerade rausgegangen sind. Und er öffnet nochmal einen kleinen Flügel, sage ich mal. Dann haben wir eine hier oben. Und die in der Haupthalle. Ne, komm, dann lass erstmal die in der Haupthalle überprüfen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da gar nicht rauskommen. Dass da irgendwas anderes ist jetzt. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe mal, mir passiert nichts. Ich vermute bald, wir kommen in einen Innenhof und dann ist gut. Ja. So, schauen wir mal auf die Karte. Das gehört noch zur Ausbildungsstätte. Ist ja interessant. Es wird gar nicht als solches irgendwie angezeigt. Auf der Karte. Da oben liegt was auf der Säule? Wie komme ich denn da hin? So, ansonsten hiervon ist nichts. Natürlich, ach, es ist alles eingebrochen. Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrundes ist es stockfinster. Wir sind eingesperrt. Wer hätte das nur gedacht? So, dann schauen wir uns mal kurz noch die Seitenarme an. Was haben wir hier? Das sieht nach einem Stromkasten oder sowas aus. Keine Reaktion. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Ach, brauchen wir mal wieder eine Batterie? Die guten alten wiederkehrenden Motive. Ein stabiles Drahtgitter. Trotz seines Alters ist es gut in Schuss. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Okay, falls wir mal eine Batterie finden, dann werden wir wahrscheinlich hier den Aufzug benutzen können. Diesen Lastenaufzug. Und hier gibt es auch gar nichts. Auch ein stabiles Drahtgitter. Genau das gleiche. Okay. Dann müssen wir irgendeinen Weg finden, da oben an dieses Ding ranzukommen. Wir schauen erstmal weiter. Wir wissen, dass hier was liegt. Damit können wir uns später mal beschäftigen, was auch immer da oben liegen könnte. Ich habe eine kleine Idee, wie wir da vielleicht rankommen könnten, aber das ist mehr so ein Strohhalm, an den ich mich jetzt gerade nicht klammern möchte, weil wir noch andere Türen haben. Kann ja auch sein, dass wir einfach noch was finden, womit wir dann dort die Säule einbrechen oder sowas. Aber ich habe halt diesen Greifhaken im Kopf, weil es muss einen Grund haben, dass er noch da ist, oder? Der könnte ja auch genauso gut verschwunden sein schon. Ist er aber nicht. So, dann schauen wir uns mal die Tür hier hinten an. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, denn hier gibt es einen ganzen Flügel nochmal zu erkunden. Also, naja, Flügel vielleicht nicht, aber einen Gang mit mehreren Räumen. Zombies? Ja, natürlich. Ich möchte was sehen. Hallo! Billy, möchtest du mir helfen? Ach, musst du nicht. Passt schon. Billy? So, machen wir das eben mal auf die Art und Weise. Wechseln kurz zu Billy, dann hat sich das. Bleib liegen. Mach dir nicht die Mühe.
So, dann mal kurz wieder kombinieren. Oh, die Muni. Die Muni, es sieht so grässlich aus. Eieieiei. Mann, Mann, Mann. Nein, ist schon richtig. Rüber damit. Die da rein. Oh, oh. Ich habe keine Pistolenmunition mehr. Gar keine. So, eine Tür und hier drüben ist noch eine zweite, ne? Ja, genau. Hübscher Kandelaber. Die Kerze ist zwar alt, aber die Flamme brennt hell. Kurz auf die Karte geschaut. Okay. Beide offen, wie es aussieht. Wir schauen uns erstmal die hier an, würde ich sagen. Mal schauen, was es zu erkunden gibt. Stille. Oh, mal wieder einen Waschraum, oder? So viel zur Stille. Bis Billy mal mit reagiert, ach. So reicht. Ich sehe blaue Kräuter. Das lässt mich ahnen, dass wir demnächst mal es irgendwie mit Spinnen zu tun bekommen. Weil blaue Kräuter bedeuten, wir können Vergiftungen heilen. Und Vergiftungen heilen muss man nur, wenn man Vergiftungen erleidet. Und das finde ich gar nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung.